Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, wir haben die letzten zwei Parts ja nicht so gut gespielt. Also ja, das Problem ist einfach, wir fordern zu viel. Wir müssen vor allem Aimer beschützen und aha, schon abgebrochen. Und ja, wir haben so ein paar Probleme, hä? Also, wir müssen also die Nords greifen mein Dorf an. Die Nords greifen ja diese Stadt von den Vagiers an. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Und kann gut schauen. Eyardin an. Die müssen wir aufgeben. Und sie greifen Gisim an. Und das habe ich ja gesagt, ich will dort mich nicht drum kümmern. Wir müssen Geld verdienen. Wir warten jetzt kurz auf das Ding, das Gebäude, und werden dann ja mal kurz Turniere machen oder sonst irgendwas. Ja, mal gucken, hä? Wir müssen einfach jetzt ein bisschen warten, einen Tag, wie der Morgen ist oder so. Ich glaube, der Tag ist einfach um 12 Uhr nachts auch, wie im Real Life natürlich. Wieso ist es jetzt wieder arm? Es hat von Durchschnitt auf arm gewechselt, genau. Aber immerhin nur arm. Haben wir jetzt gerade ein bisschen Feindschaft? Ich will kurz schauen. Steht nirgends in der Reihenfolge. Ah doch. Schipperberichte. Und dann Lords. Was ist denn momentan minus? Graf Rochabart ist natürlich minus. Aber gut, dass nicht Jarl Rayek ist. Ja, deine Jarl, der ist ein bisschen negativ, aber der macht nichts. Denke ich mal, mit so wenig. Also. Klagus, dann rette doch mal dieses Ding. Sehe ich, jetzt wird es schon wieder belagert. Also jetzt, das ist nicht normal. Die belagern das schon. Wir hätten auch nie eingreifen können und Truppen fliehen. Nee, danke. Ist jetzt endlich... Wieso ist... Hey, wenn doch ein Tag stehen, dann muss doch ein Tag vergehen. Und das ist ja jetzt vergangen. Rein. Der Jarl Edding ist besiegt worden. Aha. Also wir mal kurz schauen. Getreide. Scheißzeugs. Das Dorf Burglen. Jarl Haralds. Aha. Rochabart ist gefangen genommen worden. Ist mir egal. Ist mir doch egal. Yay. Ja, sollen wir das jetzt machen? Ich muss es machen. Jetzt haben wir noch 8000. Gut, dann machen wir mal ja eine Quest. Dürfen wir nicht machen. Wir gehen jetzt einfach mal von Stadt zu Stadt. Okay. Ah, die hat ja genau die Quest noch. Und jetzt müssen wir zurückkehren zum Gildenmeister. Genau, du musst diese Sachen haben. Eventuell tun wir Banditen ja. Wenn es nicht viel gibt. Hast du gutes Brot? Ja, ja. Danke.
So, König. Lurban. Boah. Drei Höhe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann gehen wir nach Uxal. Ah ja, wir müssen ja noch zum Gehen. Stimmt. Ja. Aha. Gut. Flossen ist nicht möglich. Wieso denn? Du bist der Letzte. Hallo? Ah, gut. Wieso haben wir hier Banditen gehabt? Wenigstens ein bisschen Dinare verdient, hä? Okay. Quest abgeben. Wir bekommen wieder ein bisschen Geld. Das ist prima. 260 Dinare, wow. Nach Werhig? Nein, danke. Da hast du noch eine Faust in die Fresse. Hm, schade. Gehen wir nach Uxal. Irgendwo muss noch ein Turnier sein. Wunderbar. Oh. Graf Ries. Ich kann keine Rekruten. Nehmen nur die gleichen Quests. Ja. Hababa. Habaha. Okay. Also, Uxal. Wir müssen nach Uxal. Los, los. Ein Turnier. Sehr schön. Matet, Manit. Ja. Oh. Schnuckig. Schnuckelig. Süß. Okay, wir müssen... Ja, das überspringen. Also überschreiben. Und jetzt Turnier. Heftigst. Nein, du scheiße Pferd. Boah, der bringt alle um. Ha, ich habe ihn erledigt. Irgendwie habe ich das nicht so gesehen, dass ich ihn erledigt habe. Aber ich hab's erledigt. Ach, ich mag die nicht. So verbrechende Zeug. Ja, ich habe mal geschaut, was ich als Mods spielen könnte und ich denke, ja, ich belasse es jetzt auf Vanilla und spiele dann später vielleicht noch ein bisschen Floys Mod und die anderen Mods sind entweder sehr alt oder halt einfach nicht so gut. Ich würde ja gerne einen Mod-Ding spielen, der ein bisschen fertiger ist. Aber die Mods wurden nicht fertig gemacht, scheinbar. Und das macht mich einfach ein bisschen... Naja, unsicher, ob ich jetzt wirklich das spielen soll oder nicht. Weil ich will nicht einen unfertigen Mod spielen.
doch. So, wo haben wir noch da? Zwei rote haben wir. Und einen gelben, der richtig stirbt jetzt. Ja, ohne dass ich Pferde treffe. Sehr schön. Nächster Kampf. Der immer überlebt fast. Also wie mein Team, oder? Also immer zwei sind es, glaube ich. Scheiße. Es nervt immer, dieses scheiß Pferd ist einfach unhandlich wie die Sau. Ich habe ihn direkt sofort getroffen. Wenn du fällst, bekommst du nur mal einen Schlag über. Hä? So richtig. Bam. Immer beritten. Das ist eine Sauerei. Nein, er hat geblockt. Pferd. So triff ich so den Pferd. Ja, zweimal getroffen. Sehr schön. Schneller, du blöde Sau. 3.100. Jetzt sofort. Elina, Lady Bela. Ja. Ich darf einfach nicht. Aha. Ich darf einfach nicht ihr irgendwas geben. Vielleicht im Graf Deliard. Nein. Ein Auftrag. Ja gut, du hast nichts, weil du nur hier drinnen bist und dich einfach mal verziehst. Hm. Nach Tour. Gut. Dann gehen wir nach Suno, hä? Ibiran. Wir verjagen, hä? Oha. König, Graf Klagus, ist es okay. Geldschwierigkeiten. Alles ist in Geldschwierigkeiten. Kann ich nicht viel machen. Da kann ich nichts machen. Blöde... Hey. Wenn nur die KI nicht so schlecht wäre. Ich ignoriere jetzt das. Ich will keine Verluste haben. Jagen wir mal die da. Hm? Schön jagen. Los, los. Ich will noch einen Kampf heute haben, außerhalb vom Turnier. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Meine Truppen. Los, ihr fetten Kühe. Turbo. Ja, wie soll ich das jetzt am besten machen? Ha, getroffen.
Getroffen. Ich treffe zweimal hintereinander mit diesem scheiß Bogensystem. Ist ja heftigst. Zwei sind für mich. Es gehen alle natürlich wieder in diese Richtung. KI gleich vernichtend dumm. Swadischer Waffenknecht, Swarantischer Reiter, Infanterist. Was haben wir in der Wache? Oh, Swarantische Wache, sieht das ja gut. Okay. Wir haben hier einfach mal Müll. Aber nehmen wir mit. So, danke sehr. Jetzt muss ich mal kurz nach G7 gehen, hä? Und dann nach Praben. Oh je. Die Swarten haben einfach keine Chance gegen die Nords, weil die Nords natürlich einfach mehr Ding haben. Nahkämpfer. Bessere Nahkämpfer, nicht Briten. Okay, ich muss ja nicht zu diesem Dorf gehen. Dann lieber die jagen und dann nach Praben gehen. Suno. Zuerst Suno, dann Praben. Ja. Ein bisschen abschießen. Oh, Stein. Ich komm nicht weiter. Ich kann nicht drüber hüpfen. Ja, einer kämpft gegen die Hunde. Was? Nicht getroffen? Abgewehr. Danke. Ja, genau. Greif mal das Pferd an. Peggy Lanzenreiter stirbt. Ist wahrscheinlich der ganze Mann von gewesen. Hau ab. Greif das Pferd an. Ich war's. Ich hab ihn getötet. Hey, nein! Boah, voll ins Arsch getroffen. Ich will aber wieder ein bisschen Farm haben. Der hat gar nicht getroffen, trotzdem. Kergitscham jetzt, ja. So, ein Menschenjäger. Okay. Noch mehr. Wieder befördert. Ich brauche nur gute. Ich brauche vor allem Klingenschwestern. Aber ja, Menschenjäger hat er dabei. Ich muss die jagen, die eben Frauen dabei haben. Bauernfrauen. So, auch Geldschwierigkeiten. Was? Dann war das im anderen Spielstand so arm und hier so reich. Okay. Lösegeldvermittler, genau, dich brauche ich. 66. Oh, die geben sogar weniger. Hätte ich nicht gedacht. Sodele. Bastardschwert. Große Langaxt. Strangwaffe, schade. Das wäre was, hä? So wenig Geld. Okay. Und da ich... Bei denen ist nichts. Bei euch? Hier, so.
ihr hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Geld, hä? Klagus, hast du doch überlebt? Ja, danke. Gebirgsbanditen. Das muss ich aber bei Rodok machen, nicht hier. Ja, muss ich nach oben gehen? Ja komm, Pramen müssen wir jetzt nicht. Oder doch kurz nach Pramen und dann nach oben. Ins Rodokreich. Der den wird nicht länger belagert, wir haben es überlebt, yeah. Wir haben die Stadt einfach nicht hergegeben. Buchhändler. 14.000. Ja, Wundbehandlung. Ach, ich leide für mich selber nicht. Schade. Wir müssen Geld verdienen, das ist das Wichtigste. Dann gehen wir hier oben durch, hä? Ah, oh, Graf Ries musste wieder ein Dorf plündern, hä? Wieder ein bisschen Erfahrung bekommen. Okay, ja, wir müssen irgendwie hier durch. Naja, er hat es überbekommen. Haben wir auch gegeben ihm. Okay. Mhm. Ja, recht viel, hä? Tags von Gysim. David belagert. Ist nicht so nett. Ich weiß nicht, was die Nords haben, aber die sind ein bisschen böse auf uns. Auf das Königreich Swardien. Da ist es ja schon. Genial, Leute. Ist wirklich ein toller Paar. Ja, so kommen wir nicht vorwärts. Die Schäde haben. Geht zu schnell runter. Und so weiter und so fort. Haben wir die Schlacht erlebt. Ah, geschafft. Die Jeremus tut töten. Jeremus, der große Krieger, der nichts kann. So, das eigentlich. Die Kohlköpfe zu essen. Die armen Banditen. Hm. Ja, dann gehen wir nach Suna wieder. Ah, jetzt machen sie aber langsam ein bisschen Dörfer weg, hä? Wahnsinn.
komm schon. Bitte, bitte, schneller, schneller. Die BX-Banditen. Hopp, hopp. Die möchte ich noch ein bisschen besiegen. Ja, komm, das schaffen wir noch. Machen wir schnell. Los, los, los. Schnitzen wir. Auf den Kampf gerichtet. Ich hätte jetzt mal ein bisschen weniger. Ich muss ja überleben, die sind so stark. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich bedanke mich fürs Schauen dieses Partys und der nächste kommt ja am nächsten Tag. Tschüss!